Hallo, ich bin die Desoxyribonukleinsäure, auch DNA bzw. DNS genannt. Wichtig, guckt euch bitte zuerst das Video der DNA-Replikation an, denn dort erfahrt ihr Informationen, die euch dieses Video erleichtern. Der Link ist unten eingeblendet. In diesem Video erkläre ich euch die DNA-Transkription, die DNA-Überschreibung bzw. die DNA-Kopie. In der Beschreibung des Videos findet ihr eine kurze Zusammenfassung über die DNA-Transkription. Zur Orientierung, wir befinden uns in einer Zelle im Zellkern. Die Transkription ist die Bildung von einer RNA, wobei die DNA als Vorlage dient. Bevor wir mit der Transkription beginnen, klären wir noch den Unterschied der DNA und der RNA. Fangen wir mit den Unterschieden in der Struktur an. Die DNA hat zwei Einzelstränge, die sich umeinander winden, auch als Doppelhelix bekannt. Die RNA hat meistens nur einen Einzelstrang, kann aber auch zwei Einzelstränge haben. Betrachten wir die Einzelstränge genauer, existieren noch weitere Unterschiede. Die Phosphatanteile sind gleich, der Zuckeranteil ist verschieden. Der Zuckeranteil der RNA hat eine OH-Gruppe mehr als der Zuckeranteil der DNA. Der Zuckeranteil der RNA heißt Ribose, der Zuckeranteil der DNA heißt Desoxyribose. Dieser Unterschied bewirkt, dass die DNA stabiler ist als die RNA. Auch die Basen sind verschieden. Die DNA hat die Basen Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin. Die RNA hat die Basen Adenin, Uracil, Guanin und Cytosin. Also wird bei der RNA Thymin durch Uracil ersetzt. Weiter geht's mit den Unterschieden in der Funktion. Die DNA ist die Erbsubstanz. Sie enthält die vererbbaren Informationen, die Gene. Die Gene sind wichtig für die Entwicklung und Ausprägung der Eigenschaften des Lebewesens. Des Weiteren können sie vererbt werden. Wenn du mehr über Vererbung erfahren willst, dann klicke auf den Link. Die RNA ist eine Kopie der DNA, welche zur Herstellung der Proteine benötigt wird. Zur Herstellung werden die genetischen Informationen in Aminosäuren, die schließlich das Protein bilden, umgesetzt. Beginnen wir nun mit der Transkription. Bei der Transkription wird nicht die ganze DNA kopiert, sondern nur ein Gen, also ein bestimmter Abschnitt. Dieser besteht aus mehreren Nukleotiden. Normalerweise besteht ein Gen aus 100 bis über 1000 Nukleotiden. Damit ich es euch besser erklären kann, besteht es hier nur aus ca. 20 Nukleotiden. Und damit ihr es besser sehen könnt, verändere ich die Doppelhelixform. Außerdem reduzieren wir die Nukleotide auf die Basen und die Wasserstoffbrückenbindungen auf eine. Um die RNA herzustellen, müssen drei Hürden überwunden werden. Erstens das Freilegen des DNA-Gens, zweitens das Kopieren des DNA-Gens in RNA, drittens die Weiterverarbeitung der RNA. Eine RNA-Polymerase, ein Enzym, übernimmt ja alle Aufgaben, die für die Herstellung der RNA nötig sind. Fangen wir mit der ersten Hürde, das Freilegen des DNA-Gens, an. Die RNA-Polymerase setzt sich an einen Promoter an. Ein Promoter ist eine Nukleotidsequenz vor dem Gen. Er zeigt der RNA-Polymerase sozusagen, wo das Gen beginnt. Indirekt kann man sagen, dass der Promoter der Primer der Transkription ist. Bisher sind etwa 775 verschiedene Promotoren bekannt. Diese setzen sich aus etwa 25 bis 32 Nukleotiden zusammen. Aber um es zu vereinfachen, besteht er hier nur aus zwei Nukleotiden. Außerdem sind die Basen Adenin und Thymin häufig vertreten, aufgrund der kleineren Anzahl von Wasserstoffbrückenbindungen. Er kann aber auch Guanin und Cytosin enthalten. Weiter geht's. Die RNA-Polymerase entschraubt die Doppelhelix der DNA, indem sie die Wasserstoffbrückenbindungen spaltet. Dadurch entsteht eine Matrize, eine Art Vorlage. Damit haben wir die erste Hürde überwunden, nun beginnen wir mit der zweiten Hürde, das Kopieren des DNA-Gens in RNA. Der Antisense-Strang, auch chronogener Strang genannt, ist der Strang, welcher für das Kopieren verwendet wird. Er hat ein 5' und ein 3'-Ende. Sein 5'-Ende besitzt er in Richtung der Aufspaltung.
Der daraus synthetisierte RNA-Strang hat sein 5-Strich- und sein 3-Strich-Ende in der entgegengesetzten Richtung. Nur zur Information, der RNA-Strang beginnt erst hinter dem Promoter. Somit gehören die Basen von dem Promoter nicht mit zum RNA-Strang. Der andere Strang der DNA, der sogenannte Sense-Strang, spielt keine große Rolle beim Kopieren der DNA. Jedoch trägt er den Promoter und den Terminator, welche wiederum der Polymerase zeigen, wo das Gen anfängt und wo es endet. Nur zur Information, der Sense-Strang hat sein 5-Strich- und sein 3-Strich-Ende zu seinem Partnerstrang, dem Antisense-Strang, in den entgegengesetzten Richtungen. Die RNA-Polymerase kann die Nukleotide nur in 5-3-Richtung verknüpfen. Das 5-3- bezieht sich, wie bei der Replikation, auf den Tochter- bzw. den RNA-Strang. Sie beginnt mit ihrer Arbeit. Dabei gehört Adenin immer zu Uracil und Guanin immer zu Cytosin. Langsam entsteht ein RNA-Strang. Wichtig! Die Nukleotide werden nicht von den hier anwesenden Enzymen hergestellt. Sie sind schon im Zytoplasma vorhanden. Ich lasse die Wasserstoffbrückenbindungen weg, damit die Übersicht nicht verloren geht. Dann spaltet die RNA-Polymerase wieder weitere Wasserstoffbrückenbindungen und verknüpft weitere Nukleotide miteinander. Diese Prozesse wiederholen sich so lange, bis die RNA-Polymerase auf einen Terminator trifft. Ein Terminator ist wie ein Promoter eine Nukleotidsequenz. Bloß befindet er sich nicht vor dem Gen, sondern hinter dem Gen. Er zeigt der RNA-Polymerase sozusagen, wo das Gen endet. Er besteht aus 4 bis 10 Nukleotiden, die überwiegend die Basen Guanin und Cytosin aufweisen. Aber um es zu vereinfachen, besteht er hier nur aus 2 Nukleotiden. Nur zur Information, der RNA-Strang endet vor dem Terminator. Genau wie beim Promoter gehören die Basen von dem Terminator nicht mit zum RNA-Strang. Wenn die RNA fertig synthetisiert wurde, dann lösen sich die RNA und die RNA-Polymerase von der DNA. Nur zur Information, die DNA windet sich alleine in den Ursprung zurück. Damit ist die zweite Hürde beendet und wir beginnen mit der dritten Hürde, der Weiterverarbeitung der RNA. Jetzt wird zwischen Prokaryoten und Eukaryoten unterschieden. Nur zur Information, Prokaryoten und Eukaryoten unterscheiden sich. Zum Beispiel enthalten Prokaryoten keine Zellkerne. Somit finden die Replikation, die Transkription und die Translation nicht im Zellkern statt, sondern in der Zelle. Ich werde an dieser Stelle nicht weiter auf den Unterschied zwischen Prokaryoten und Eukaryoten eingehen. Zurück zur Transkription. Bei den Prokaryoten wird die RNA direkt nach der Transkription zu den Ribosomen weitergeleitet, wo die Translation stattfindet. Bei den Eukaryoten muss die unreife bzw. noch nicht fertiggestellte RNA erst einmal prozessiert bzw. fertiggestellt werden. Die RNA-Prozessierung besteht aus 4 Vorgängen, die alle an der RNA stattfinden. Dem Capping, der Polyadenylierung, dem Editing und dem Splicing. Diese 4 Vorgänge dienen einerseits dem Schutz und dem Signal für das Ribosom, andererseits dienen die Vorgänge der Erhöhung der Lebensdauer und der Aussortierung von unsinnigen Basenreihenfolgen. Ich gehe bei dem Punkt Wissenswertes nochmal genauer auf die RNA-Prozessierung ein. Durch die RNA-Prozessierung ist aus der unreifen RNA eine reife RNA geworden, die nun auch zu den Ribosomen gelangen kann, wo die Translation stattfindet. Nun haben wir alle 3 Hürden überwunden. Nur zur Information, die Hürden hängen alle miteinander zusammen. Also, das Ergebnis der Transkription ist eine Kopie der DNA, die sogenannte RNA. Ich fasse den ganzen Prozess nochmal kurz zusammen. Die RNA-Polymerase setzt sich an einem Promoter an und entschraubt die DNA, indem sie die Wasserstoffbrückenbindungen spaltet. Dann verknüpft sie die Nukleotide miteinander. Die RNA entsteht. Dann spaltet die RNA-Polymerase wieder weitere Wasserstoffbrückenbindungen und verknüpft weitere Nukleotide miteinander. Diese Prozesse wiederholen sich so lange, bis die RNA-Polymerase auf einen Terminator trifft. Wenn die RNA fertig synthetisiert wurde,
lösen sich die RNA und die RNA-Polymerase von der DNA. Die RNA der Prokaryoten gelangt direkt zu den Ribosomen, wo die Translation stattfindet. Die RNA der Eukaryoten wird erst einmal prozessiert, also fertiggestellt. Auch dann kann sie zu den Ribosomen gelangen. Also, das Ergebnis der Transkription ist eine Kopie der DNA, die sogenannte RNA. Bevor ich die kleine Reise beende, verrate ich euch noch etwas Wissenswertes. Wissenswert ist, dass es verschiedene RNAs gibt. Die RNA lässt sich in drei Gruppen einteilen. Die Messenger-RNA, mRNA, die Transfer-RNA, tRNA und die ribosomale RNA, rRNA. Die mRNA, auch Boten-RNA genannt, ist die gerade beschriebene RNA. Sie enthält die genetischen Informationen, die bei der Translation zur Herstellung von Proteinen benötigt wird. Die tRNA enthält keine genetischen Informationen. Ihre Aufgabe ist es, die passenden Aminosäuren bei der Translation zu vermitteln. Die rRNA enthält ebenfalls keine genetischen Informationen. Ihre Aufgabe ist die Beteiligung an dem Aufbau und an der Aktivität des Ribosoms. Das Ribosom kommt auch bei der Translation zum Einsatz. Die tRNA und die rRNA werden durch andere RNA-Polymerasen, die nach einem anderen Prinzip arbeiten, an der DNA hergestellt. Genauer gehe ich hier nicht auf die Prinzipien drauf ein. Nur zur Information, die mRNA wird durch die RNA-Polymerase 2 hergestellt, die tRNA wird durch die RNA-Polymerase 3 hergestellt und die rRNA wird durch die RNA-Polymerase 1 hergestellt. Außerdem ist es wissenswert, warum statt Thymin Uracil verwendet wird. Uracil wird aus drei Gründen verwendet. Erstens, aus Cytosin kann relativ einfach durch Desaminierung und Hydrolyse Uracil gewonnen werden. Nein, Hilfe! So ein Mist! Nein! Nur zur Information. Desaminierung ist die Abspaltung einer Aminogruppe. Hydrolyse ist die Spaltung einer biochemischen Verbindung durch Reaktion mit Wasser. Um das zu verstehen, müssen wir die Strukturformel genauer betrachten. Durch die Desaminierung wird die Aminogruppe abgespaltet. Die Aminogruppe ist NH2. Und durch die Hydrolyse wird mit Hilfe von Wasser, also mit H2O, eine biochemische Verbindung gespaltet. Es bleibt nur noch ein H und ein O übrig. Somit ist aus Cytosin Uracil geworden. Zweitens. Thymin hat eine weitere Methylgruppe und kann somit nicht so einfach wie Uracil aus Cytosin gewonnen werden. Drittens. Die RNA ist kurzlebiger als die DNA und Uracil wird vom Organismus problemlos toleriert. Also, Uracil ist einfach leichter herzustellen und der Organismus kann Uracil besser tolerieren als Thymin. Das liegt zum Beispiel an der nicht vorhandenen Methylgruppe. Zuletzt möchte ich noch einmal genauer auf die RNA-Prozessierung eingehen. Wie ich schon vorhin erwähnt habe, besteht die RNA-Prozessierung aus 4 Schritten. Schritt 1. Capping. Beim Capping wird am 5-Ende der RNA eine Cap-Struktur hinzugefügt. Meistens handelt es sich dabei um ein modifiziertes Guaninukleotid. Nur zur Information, modifiziert bedeutet passend verändert. Die Cap-Struktur dient zum Schutz und als Signal für die ribosomale Untereinheit, was von Vorteil bei der Translation ist. Schritt 2. Polyadenylierung. Bei der Polyadenylierung wird am 3-Ende der RNA ein Poly-A-Schwanz hinzugefügt. Er kann bis zu 250 Nukleotide lang werden. Warum er hinzugefügt wird, ist noch unklar. Aber es wird vermutet, dass er die Lebensdauer der RNA erhöht. Schritt 3. Editing. Beim Editing werden einzelne oder mehrere Basen verändert. So kann zum Beispiel später ein völlig anderes Protein entstehen, weil sich die Aminosäuren verändern. Schritt 4. Splicing. Beim Splicing werden noch die Introns von den Exons getrennt. Nur zur Information, Introns und Exons sind beides RNA-Abschnitte.
Die Introns ergeben bei der Translation keinen Sinn und werden entfernt. Nun haben wir nur noch die Exons vorliegen. Damit ist die RNA-Prozessierung beendet. Nach der Transkription kann die Translation beginnen. Klicke auf den Link Translation, wenn du mehr über die Translation erfahren willst. Oder klicke auf den Link Replikation, wenn du mehr über die Replikation erfahren willst. Ich hoffe, ihr habt alle den Ablauf der Transkription verstanden. Bis bald, eure DNA.